Servus zusammen, salve a tutti, den 30. Juni, am Monatsschluss, Halbjahresschluss. Bevor ich in DAX gehe, folgendes: Am nächsten Mittwoch wird es keinen Film geben, denn ich bin ab Dienstag auf dem Weg nach Mittelerde, sprich Frankfurt. Ich darf da am Mittwoch mir meine Nase ins NTV halten. Und am Wochenende hat meine Tochter hier einen Abitursball. Zum Glück habe ich eine Ausrede, dass ich nicht mit ihr tanzen muss mit meinen gequetschten Rippen. Weil es ist nämlich immer noch nicht viel besser und atmen kann ich auch kaum, deswegen hechle ich jetzt so ein bisschen. Aber da hat sie Glück gehabt. Von meinem geistigen Auge hätte sie mit mir getanzt, hätte sie den Ball wahrscheinlich auf Krücken verlassen und beim Rausgehen irgendwas gesagt wie: Papa, du darfst später nie bei mir wohnen. Irgendwas in der Art, also das erspare ich mir. Aber ich gehe natürlich schon hin. Deswegen den Freitag-Film wird es wahrscheinlich auch erst am Sonntag geben, Samstag oder Sonntag. Muss ich mal schauen, wie ich zurückkomme. So, und jetzt gucken wir mal hier auf den DAX. Das ist der Monats-DAX. Ta-ta-ta. Wir haben auf Monatsschlusskursbasis den höchsten DAX, den wir jemals hatten. Jetzt weiß ich gar nicht, wie jetzt der Schlusskurs war. Ich sehe jetzt den hier gar nicht. Da hier 16,144. Stimmt das? Der war doch tiefer. Ja, der springt hier noch relativ viel rim und rum. Er ist zwar schon zu, aber ich habe jetzt hier schon Nachbörsen-DAX. Der war ja eben runter bis 16,117. Jetzt ist er wieder 16,151. Wie dem auch sei, egal, wir haben auf Monatssicht den höchsten Schlusskurs ever. Wir gelten nach wie vor als überkauft, ist aber kein Problem, kann man mitleben, kann noch ein paar Wochen und Monate weitergehen. Wir sind noch positiv über das MACD. 10-20-Tage-Linie drehen, ein bisschen hoch, nehme ich momentan nicht so ernst. Aber es ist halt hier seit dem 1.9. ist das, also 1.9.22, ist das eine ordentliche Strecke. Keine Frage. Auf Jahressicht, also sprich vom 1.1. haben wir jetzt 15,5% gemacht. Und das will ich euch hier gleich mal zeigen. Das hier sind die Gewinner des ersten Halbjahres. Heidis, Adidas, das hätten wir auch nicht gedacht, als wir 90 waren. Ne? BMW, Rheinmetall, Infineon, die Rheinmetall, die hätte ich eigentlich mehr hier oben gesehen. Aber es ist so, die Liste ist da unbestechlich. SAP hat auch 26% gemacht. So, und dann haben wir die Verlierer. Vonovia am schlechtesten mit minus 22%. Sartorius, Merck, wir gehen natürlich die Siemens Energy, die sich jetzt, ich hatte da einen Film gemacht neulich, die haben sich jetzt deutlich stabilisiert und das obere Band hat runtergedreht. Also die Abwärtsbewegung sollte meines Erachtens nach beendet sein. Gut, ich gucke mal ganz kurz mit euch auf die Woche. Die Woche. Neutral über den Oszillator, ja, um die 60 rum, hat keine Aussage. Völlig neutral im MACD. Wir haben, das fand ich ganz wichtig, wir haben auf der 20-Wochen-Linie aufgesetzt. Heute ist sie 15.736, aber wir haben darauf aufgesetzt. Das ist grundsätzlich erstmal in Ordnung. Meistens oder oftmals gehen wir vom oberen Band in der Korrekturphase zum mittleren Band, respektive zum 20er gleitenden Durchschnitt. So, und jetzt gehe ich mit euch auf den Tag. Am Mittwochfilm hatte ich gesagt, da standen wir hier, der hat ein bisschen mehr Potenzial als Risiko und ich glaube, dass wir durchaus hochgehen können. Ich hatte eigentlich hier diese 16,159 genannt, wir waren ein bisschen drüber. Das war zu diesem Zeitpunkt die Verbindung aus diesem Aufwärtstrend, den wir haben, und dem 61er Retracement. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass wir das an einem Tag hier, ich weiß gar nicht, was sind das heute, über 200 Punkte machen. Von gestern Schlusskurs an. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe dem mehr Zeit gegeben. Nochmal Montag und Dienstag dazu. Deswegen hat er weiterhin Momentum. Das sieht hier alles okay aus. Das ist auch noch in Ordnung. Der hat Momentum und kann sogar, müssen wir mal schauen, wo ist das hier? Also der kann sogar hier auf das 76er noch gehen. Da wären wir bei 16.263. Rein vom Chart her ist der nächste Widerstand dieses kleine Gap hier. Das ist vom 19.06. und ich habe das bei 16.201. Sind nur 50 Punkte, ist nicht viel. Verbindet sich aber dann auch relativ gut noch mit diesem Aufwärtstrend. Also, dass wir den von unten nochmal anstupsen, irgendwo hier auf diesem Weg, halte ich schon für sehr wahrscheinlich. Jetzt kommen natürlich die Ersten, die dann gleich wieder sagen, 1. Juli bzw. Juli Anfang, neue Gelder und so weiter. Na, das wollen wir mal sehen. Aber was mir auffällt, egal wo ich lese, ob das jetzt NTV ist, ob das Zeitungen sind, alles im Internet. Was war vorhin da eine Überschrift? Halbjahres-DAX
treibt DAX, nee, Halbjahresultimo treibt DAX über 16.100er Marke, okay. Und dann, DAX muss gutes Halbjahr durch den Sommer bringen. Ja, also die Leute sind alle schwach. Ich habe gedacht, ich bin einer der wenigen, der jetzt nochmal da schwächer ist. Also die Stimmung ist schlechter als der Markt, sagen wir es mal so. Und das ist eigentlich eine ganz gute, grundsätzlich eine ganz gute Geschichte. Aber ich bleibe nach wie vor skeptisch, vorsichtig bis negativ. Der Punkt nach unten ist hier diese 15.629. Aber das hier, er hat jetzt die Pflicht erfüllt und zwar schneller als gedacht. Der hat noch Momentum, er hat noch Möglichkeiten. Deswegen muss sich also auch ein Schein hier ändern. Der war zu nah dran mit 16.000, ich glaube es war 450. Die habe ich jetzt geändert. Der hier ist also neu, die anderen bleiben wie sie sind, mit Hebeln zwischen 18 und 26. Müsst ihr mal kurz den Film anhalten. Also ich habe auch schon Kleinigkeiten im Putz gekauft, aber jetzt eben hier bei 16.100, ich glaube es war 55 auch schon, aber ich habe auch schon im Vorfeld welche gekauft, allerdings nur so kleine Positionen, wie ich das immer sage, ich will da reinriechen. Und das war definitiv zu früh, keine Frage, aber das sind so 17.100er, 16.900er, da mache ich mir jetzt keine große Angst. Ob jetzt ein Sommerloch kommt oder nicht, tja, das wissen die Götter, keine Ahnung. Aber ich bleibe tendenziell vorsichtig bis leicht negativ. Ich wünsche euch ein Happy Trading und werte Beute. Bye, bye.